الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir gepriesen sei Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten. Ich bezeuge, dass es keinem gibt, der Recht hat, angebetet zu werden, außer ihm, er ist alleine und einzig. Und Segen und Frieden dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs und sein Diener ist und dann. Inshallah ta'ala, heute fangen wir mit dem zweiten Kapitel in den Fiqh an. Und zwar der ursprüngliche Ziel zum Lernen, und zwar eigentlich das Gebet. Und die Tahara und die Reinheit war eigentlich nur alles Anleitung fürs Gebet. Denn der Schlüssel fürs Gebet ist diese Tahara und die Reinheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das Gebet von einem nicht an, solange er nicht rein ist. Insha'Allah ta'ala, als auch eine Anleitung für das, was auf uns zukommt. Wir werden reden über das Gebet im Allgemeinen heute, die Definition von As-Salat, diese Säule des Islams. Wir werden dann auch dann reden über die Bedingung und Voraussetzung für das Gebet, Shurutu As-Salat. Dann werden wir, insha'Allah ta'ala, reden über den Inhalt des Gebets. Was gibt es dann im Gebet drin? Oder die Art und Weise vom Gebet. Das sind jetzt, was mit uns, insha'Allah ta'ala, kommt, die nächsten Male. Oder was wir im Kapitel vom Gebet, damit jeder, insha'Allah ta'ala, einen Einblick hat. Danach werden wir, insha'Allah ta'ala, reden über die Arten von Gebete. Die Arten vom Gebete, Anwa'u as-Salawat, werden wir darüber reden. Dann die Sachen, die das Gebet ungültig machen, beziehungsweise Fehler im Gebet und deren Behandlung. Das heißt, zwei Sachen zusammen, entweder eine Sache macht das Gebet komplett ungültig oder vielleicht macht nur ein Raka'a ungültig oder vielleicht hat man irgendwelche Mängel im Gebet dadurch, durch Fehler und wie man die aufhebt. Danach haben wir ein extra Kapitel, insha'Allah ta'ala, bezüglich Jama'a, Gebet in der Jama'a, die Häuser Allah subhanahu wa ta'ala und Gebetsruf, Adhan. Das heißt, all dies, insha'Allah ta'ala, wird am Ende sein. Und letztendlich wieder eine Zusammenfassung, bevor wir, insha'Allah ta'ala, auch für die Brüder, die in der Bildungsprogramm sind, können die auch, insha'Allah ta'ala, dann eine Zusammenfassung für die Vorbereitung auf die nächsten Prüfung oder nächsten Test. Insha'Allah ta'ala, wie gesagt, heute werden wir reden über das Gebet und die Wichtigkeit des Gebets und die Definition vom Gebet. Damit wir als erstes sehr achtsam mit dem Gebet eingehen, Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er uns aufgefordert hat, ihm alleine und einzig anzubeten, hat einen Vertrag mit jedem, der diesem Wort gesprochen hat, abgeschlossen. Diesen Vertrag und dieses Abkommen ist das Gebet. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, Al-Ahdu beynana wa beynahum as-salat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Faman tarakaha faqad kafar. Das Vertrag, das Abkommen zwischen uns und denen ist das Gebet. Wer das unterlässt, er hat Kufr begangen. Und der anderen Hadith sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deutlich, بين العبد والكفر وفي رواية والشرك ترك الصلاة. Zwischen der Diener und das Reinfallen in Kufr, das Reinfallen in Unglaube, das Reinfallen in Beigesellung, ist das Verlassen des Gebets. Und die Sahaba radiyallahu anhum waren alle einig über eine Sache, dessen Unterlassen eine Art von Kufr ist, eine Art von Unglaube ist, und zwar das Gebet.
Deshalb der Tabi'i, einer von den Tabi'in, rahimahumullah, hat er gesagt, es gibt nichts, was die Sahaba über einen Tat, dessen Unterlassen gesehen haben, alles Kufr, wie das Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala, als er das Gebet auf die Muslime auffordern wollte, hat es nicht durch Jibril zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart. Und hat er aber auch nicht zu Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, während er auf dieser Erde ist. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sich hergehoben und in diesem Ereignis gekommen, Al-Isra wa Al-Mi'raj, die Nachtreise und die Himmelreise vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An der Stelle, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekommen ist, wo kein Mensch vor ihm dort ankam, wo er sogar Jibril alaihi salam überholte, in Sidratil Muntaha, bei der obersten, über der obersten Himmel. Dort hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gebet vorgeschrieben. Es waren 50 Gebete täglich. Wenn man jetzt mathematisch umrechnet, 2 Gebete in eine Stunde ungefähr. Und als eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala und auch Dankbarkeit für Musa alayhi salatu wassalam, der auch eine Art von einem Geschenk, sage ich mal, gegeben hat für diese Umma, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er runterging wieder, trifft er sich mit Musa alayhi wassalam und sagte zu ihm, was hat dich Allah aufgefordert? Dann sagt zu ihm, 50 Gebete, sagte, dein Umma wird das niemals schaffen. Denn ich habe vor dir die Menschen erfahren und ich habe mehr Erfahrung mit den Menschen. Geh zurück und bitte Allah um Erleichterung. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin und her zwischen Musa und Allah subhanahu wa ta'ala gegangen, bis er sich geschämt hat, als Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, da sind 5 in den Taten, 50 auf die Waagschale, denn jede Tat wird mit 10-facher belohnt. Und trotzdem, wir Muslime schaffen nicht mal diese 5 Gebete zu halten. So wie das Musa alayhi salatu wassalam schon vorher vorgesehen hat. Das Gebet ist eigentlich das Kapital von einem Muslim. Und keiner kann das Gebet unterlassen, in welchem Zustand, egal was das ist. Außer einer, der seinen Verstand verloren hat. Denn diese ist nicht mehr verpflichtend. Für die Frauen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Besonderheit gegeben. Und sie befreit in deren Tagen, in der Menstruation, sowie auch im Wochenbett. Weil Allah weiß, was in deren Zustand kommt. Und was für Lager sie sich dann an dem Moment befinden, hat sie, das heißt die Frauen, befreit vom Gebet in dieser Zeit. Ansonsten, es gibt keinen Mensch, der vom Gebet befreit ist. Denn sogar derjenige, der nicht stehen beten kann, betet im Sitzen. Und derjenige, der nicht im Sitzen beten kann, betet im Liegen. Und derjenige, der im Liegen nicht beten kann, er zeichnet und versucht zu zeigen mit seinen Augenzwinkern. Derjenige, der sich befindet in einem Sicherheitsort, betet. Derjenige, der sich befindet in Angst, betet und ist dafür ein extra Gebet abgesandt. Sogar während des Krieges, mitten drin, in einem Kampf, betet man auf eine Art und Weise, die Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beschrieben hat, dass wir mit uns inshallah wa ta'ala kommen, indem wir reden über die Arten vom Gebete. Sogar man betet laufend, gehend, egal in welchem Zustand, Hauptsache man betet.
Deshalb Allah und seinem Gesandten haben keine Entschuldigung gelassen für einen, dass er nicht betet. Und deshalb haben wir gesagt, das ist eine Tat von Kufr. Was für ein Kufr? Dies ist eine Sache, die man behandelt in den Aqida-Unterricht, damit man unterscheidet zwischen einem Kufr, was einem Einzelnen aus dem Islam rausbringt, oder eine Tat von Kufr, die als Tat von Kufr zu gelten ist, aber nicht einem rausbringt, komplett aus dem Dien. Aber derjenige, der nicht betet, reicht für ihn, dass er ein Gleichnis hat, wie eine Person, der sich niemals bereinigt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba radiallahu anhum, und er ist derjenige, der den immer mit Beispielen und anhand von Abbildungen denen zeigt. Er fragte die Sahaba radiallahu anhum, seht ihr, wenn vor einem Haus von einer von euch einen Fluss gibt, einem See, ein Wasserfluss, wo er sich fünfmal am Tag dort sich wäscht, bleibt etwa von dem Schmutz und von den Unreinheiten, die bei diesen Personen ist, irgendwas? Da sagen die Sahaba radiallahu anhum, nein, o Gesandter Allahs. Es bleibt kein Schmutz und es bleibt keine Unreinheit. Sagt er, das ist das Gleichnis von den fünf täglichen Gebeten. Sie bereinigen den Muslim von allem, was er tut, sodass, wenn er vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird, steht er rein. Dies ist eine Antwort für diejenigen, die sagen, ich klaue und ich trinke und ich habe Freundin und ich habe dies und ich habe das, deshalb bete ich nicht. Die höchste Strafe, das, was du bekommen hast, dass du die Verbindung mit Allah gebrochen hast. Seht ihr diese Menschen, leider die sogenannten, ohne Leute so irgendwo zu beleidigen, aber diese Obdachlosen oder diese Leute, die auf Straße, die eine Straßenbahn vielleicht ansteigen oder in einem Laden reinkommen, wo alle deren Nase dann alle rumherum zumachen. Warum? Weil sie sich vor vielleicht paar Tagen bzw. ein paar Wochen nicht gereinigt haben und nicht geduscht haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns riechen lässt, wie eine Nichtbetende riecht, der vielleicht seine 20 Jahre, den er gelebt hat, oder 50 oder 15 oder Allahu a'lam, wie viele Jahre er gelebt hat, wo er verpflichtend ist und nicht gemacht hat, dann werden wir diesem gleichen vielleicht Gefühl haben, noch schlimmer. Aber leider, wir haben diese Sache nicht richtig verinnerlicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt uns wieder ein Gleichnis von einem Gebiet. Und das ist besonders auch für unsere Zeit hier und für uns hier Lebende, besonders in dieser Winterzeit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man fatathu salatul asr, faka'annama wutira ahlahu wa mala. Derjenige, der ihm ein Gebet, welches Gebet? Das Asr-Gebet entgeht. Der verpasst. Was bedeutet verpasst? Aha, die Sonne ist untergegangen und hat nicht eine Sajda erreicht. Was ist mit ihm passiert? Was hat er verloren? Für uns hat nichts verloren. Er betet, nachholt manchen, wir nachholen, wir machen, damit wir über uns reden. Nachholen, der andere interessiert nicht, der andere lacht, der andere. Es ist alles, ob er seine Familie und sein Vermögen verloren hat. Und das ist ein Gebet. Deshalb, das Gebet ist eigentlich, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Beste, wovon man redet und das Beste, was man tut. Und das Gebet ist unser Kapital. Du Muslim, es kann von dir alles entnommen. Und du kannst alles verlieren. Aber verliere nicht dein Gebet. Denn dort
bist du wahrlich in Verlust tief gesunken. Das Gebet ist das Erste, wonach die Muslime und die Allah alleine und einzig angebetet haben, am jüngsten Tag gefragt werden. Wenn das gut ist, dann alles andere wird gut. Wenn das nicht gut ist, dann schaut man nicht mehr weiter. Und diese als Antwort für diejenigen, die sagen, mein Herz ist gut, ich helfe die Armen, ich spende für die Moschee, ich habe einen Brunnen gebaut in Afrika. Jazakallahu khairan. Aber wenn das Gebet nicht gut ist und nicht angehalten ist und nicht angehalten wird, dann alles andere, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie die Mushrikin am jüngsten Tag, فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Und wir sind gekommen zu dem, was sie getan haben, was sie gewirkt haben, haben wir das aber am jüngsten Tag zu einem gestreuten Staub gemacht. Deshalb müssen wir aufpassen aufs Gebet und wissen, für uns und für unsere Kinder, denn der Prophet Muhammad uns beigebracht hat und uns empfohlen hat, dass wir unsere Kinder beibringen, das Gebet mit 7 und denen dafür tadeln und bestrafen mit 10, dass die wissen und wir wissen, das ist das, was einem Muslim ausmacht. Und wenn die Muslime und wenn wir allesamt so tun, dann wird kein Problem geben, dass der Arbeitgeber sagt, du betest nicht, weil du sagst zu ihm, mein Gebet ist vor allem, vor Trinken und vor Essen und vor all Dinge. Denn das ist erstaunlich, dass es im Gesetzgebung eine Raucherpause gibt, die der Gesetzgeber festlegt und nicht mal eine Pause gibt zu jemand, der zu seinem Schöpfer oder mit seinem Schöpfer einen Termin hat. Leider, wir vernachlässigen so viel, weil wir die Wahrheit, die Dunya bevorzugen vor Akhira. Die Fragen, die wir immer haben, oder einem geht immer so geladen und fragt, kann ich das Freitagsgebet unterlassen, eine Woche oder zwei, warum? Weil ich arbeiten muss. Keiner hat gefragt, kann ich meine Arbeit unterlassen, weil ich nicht beten kann? Die Fragen, die wir fragen, kann ich vielleicht am Anfang nicht zeigen, dass ich beten muss und so auf Arbeit? Denn Arbeitsgeber vielleicht hat was dagegen. Keiner hat gefragt, ist es erlaubt, so eine Arbeit zu nehmen, die vielleicht nicht achten, dass ich einen Hauptkapital besitze, und zwar mein Gebet. Der Shaitan hat sich mit all seinen Soldaten dazu getan, um den Muslim von seinem Gebet zu halten. Damit er ihm hält vom Gebet. Wenn er nicht schafft, damit er ihm von der richtigen Zeit vom Gebet abhält. Wenn er nicht, dann kommt er extra von seinem Gebet, wie der Prophet Muhammad sagt, um von seinem Gebet zu klauen, von der Belohnung, die er hat. Und sogar hat beauftragt ein extra Shaitan namens Khinzab, wie der Prophet Muhammad es genannt hat, der kommt, um Einflüsterung bei einem Muslim zu machen in seinem Gebet. Weil er weiß, wie wichtig diese Tat ist. Das ist die nächste Stelle, wo du bei Allah bist, wenn du deine Stirn auf den Boden tust. Deshalb sollten wir als Muslime diesen Gebet anhalten. Und die Lage, die wir uns befinden, wie viele rechtgeleiteten Vorfahren früher gesagt haben, die Lage der Muslime ist eine Widerspiegelung für deren Art und Weise vom Gebet. Deshalb sollte man schauen, wie wir im Gebet sind, dann wird man auch verstehen, warum unsere Lage so ist. Und auch andersrum. Wenn wir schauen, unsere Lage als Ummah,
dann werden wir sehen, wie unsere Lage im Gebet. Und deshalb, damit einer sagt, das ist Fantasie oder nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Verbindung gemacht. Ein Beispiel nur. Er sagt wahrlich, entweder richtet ihr eure Reihen gerade, oder Allah wird zwischen euren Herzen Uneinigkeit einpflanzen. Wenn wir sehen im Gebetsreihe, die krumm und schief ist, dann ist die Lage der Umma krumm und schief. Wenn wir sehen, dass zwischen einem Muslim und einem anderen Muslim im Gebet ein Abstand von einem halben Meter gemacht worden ist bei manchen Moscheen, dann weiß, dass die Herzen zwischen einem und anderen einen Abstand von Kilometern haben. Wir werden, insha'Allah ta'ala, dies ist alles nur Anleitung, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass wir auch die Sinne und den Sinn haben vom Gebet, denn in Fiqh leider wird immer über die theoretische Seite oder wird immer die theoretische Seite betrachtet und nicht solche Seite, aber deshalb braucht man manchmal eine Ermahnung und eine Erinnerung. Aber wir werden, wie gesagt, reden über das Gebet in den Fiqh, das heißt in der islamischen Rechtslehre, in der islamischen Gesetzgebung, wie es zu verrichten ist. Und fangen wir heute an. Eigentlich, wir haben vorher mit dem Tahara immer so gemacht, dass wir anfangen immer mit einem Benehmen, denn die Reinheit, die materialisch ist, bedarf einer Reinheit, die auch sinnlich ist, moralisch ist, und dies geschieht durch Benehmen. Und ich hoffe, inshallah ta'ala, dass man dies nicht vergisst, aber das wird inshallah ta'ala weiter behandelt. Aber inshallah ta'ala, mit dem Gebet behandeln wir auch immer eine Dhikr von dem Gebet, eine Gedanken, eine Aussage, einem Dhikr, den wir im Gebet haben. Und von dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat im Gebet, ist, dass wir verschiedene Adhkar haben. Im Gebet gibt es immer verschiedene Adhkar, von Eröffnungsgebet bis zu Taslim gibt es immer mindestens zwei, drei Art und Weise. Die Gelehrten haben gesagt, dann warum? Denn das Gebet wird immer sich wiederholen. Und damit man nicht die Routine hat, den wir leider haben, immer, und den wir automatisch geworden sind, wie Roboter, die wir sagen die Wörter einfach nur so, und man weiß nicht, was er gemacht hat und was er gesagt hat und was er getan hat, damit man immer zum Denken kommt, sind diese verschiedenen Art und Weise bzw. verschiedenen Adhkar da. Und deshalb werden wir immer einen Dhikr nehmen und versuchen es zumindest grob zu verstehen. Und inshallah ta'ala für die Geschwister, dass die das auswendig lernen und das probieren in deren Gebete. Und dann nächsten und dann man immer später abwechselt dann. Dann hat man eine Abwechslung im Gebet. Denn der Mensch eigentlich liebt die Abwechslung und will immer was Neues und was wieder was anders. Aber leider in Dien ist anders. Der will nur immer auf einem bleiben. Die ganzen Gebete mit Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas. Die ganzen Adhkar, immer die kürzeste Dhikr, was es gibt. Und wenn man kann und wenn nach einem Madhab gibt, der sagt, brauchst du nicht, dann braucht man nicht. Und wie unsere Lage ist, subhanallah. Der Dhikr von heute, inshallah ta'ala, nur auf schneller, ist dieses Istiftah mit Gebet. Ist ja bekannt. Istiftah mit Gebete. Gibt es Dua al-Istiftah auf Arabisch, gibt es dafür vier oder fünf Stück, wenn man jetzt diese 15, weil es der Prophet Muhammad sallam in der Nacht es gesagt hat. Aber der berühmteste und dann die viele es machen, ist ja bekannt bei vielen. Wie heißt? MashaAllah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Was bedeutet Subhanak Allahumma wa bihamdik? Gepriesen sei Allah und ja. Dieses Subhanak Allahumma bihamdik sagen die Gelehrten, das ist ein anderer Ausdruck für La ilaha illallah. Subhanak Allahumma, Lob gepriesen bist du Allah. Das heißt, es gibt keine, der wie Allah. Allah ist frei von allem Mangel und allem, was ihm die anderen zugeschrieben haben. Das ist Subhanallah. Wa bihamdik, du bist derjenige, der einzig und alleine
der zu loben ist, der verdient hat, gelobt zu werden, geliebt zu werden, gefürchtet zu werden, angebetet zu werden, gefleht zu werden. Alles in diesem Wort. Es ist eine Verneigung, dass Allah subhanahu, dass jemals Allah jemand gleich ist oder dass irgendwas Allah gleichgestellt werden kann. Und das Zweite, dass man alles nur bestätigt zu Allah subhanahu wa ta'ala, die vollkommenen Eigenschaften und die edlen Namen und die, dass er alleine der verdient hat, angebetet zu werden. Das ist subhanakallahumma wa bihamdik. Wa tabarakasmuk, das Gesegnet ist dein Name, aber eigentlich, wenn man so übersetzt richtig, dann bedeutet, und ehrenvoll ist dein Name. Deine Namen haben alle Majestät. Majestät, welche Ismuk, welche Name davon? Man sagt immer, hier ist Nekira, geännau ismu jins. Das heißt, es ist auf alle Namen bezogen. Alle deine Namen sind gesegnet, ehrenvoll, gehoben sind deine Namen. Tabarak ismuk wa ta'ala jadduk. Subhanallah, fragst du eine, was bedeutet Ta'ala Jadduk? Jadduk auf Arabisch, was ist auf Arabisch Jadduk? Großvater. Ja, Großvater, Opa sagen die. Wal'iyadu billah, macht man dann, die Christen sagen, Allah hat einen Sohn, wir sagen, Allah hat einen Opa, wal'iyadu billah. Da habe ich gefragt, Ta'ala Jadduk, er sagt, bedeutet Opa. Subhanallah, siehst du. Wa Ta'ala Jadduk, Al-Jadd, ha? الجد هنا بمعنى السلطان والقوة والعلم والعزة. Mit der Bedeutung von was? Mit der Bedeutung von den Macht, von den Wissen, von der Weisheit. Ja? Erhoben, erhaben sind, ist deine Macht, deine Majestät, dein Wissen, O Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist sozusagen. Die Leute von Dunya, früher, vielleicht heute auch, wenn die zu jemand gehen, der eine Stelle hat, König, Person, der so groß ist, bevor sie überhaupt mit ihm reden und irgendwas machen, besonders die Dichter früher, was machen die? Die kommen erstmal und loben. Und deshalb das Gebet fängt auch so. Du kommst jetzt auf Allah subhanahu wa ta'ala, du musst ihm loben, hoch loben. Das kommt andere, das ist ein Gebet, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass sie Engel haben angefangen zu schreiben, wie man das schreibt, die wussten nicht. Und deshalb müssen wir manchmal erinnern, das reicht nur, wenn wir einmal, wir verlangen, dass wir an jedem Gebet denken wir an Dunya und an das und an Kinder, wie die Kinder haben, und an eine Frau, die keine Frau hat, und an der Frau, der Frau hat, und an einen Mann und einkaufen für die Frauen und an den Haaren, dem Shop für die Frauen. Das ist unsere Gedanken im Gebet. Und mashallah, diese Leute auch, die, wenn wir beten, Allah subhanahu wa ta'ala, das kommt später, lassen wir, weil sonst haben wir länger heute. Was bedeutet dann das Gebet? Al-Gebet. As-Salat, Al-Gebet. Das ist neu. As-Salat al-Shar'iyya. Was bedeutet As-Salat? As-Salat. Al-Lughatan. Al-Lugha, in der Sprache, manche sagen As-Salat huwa al-Dua. Wa huwa al-Sila. Die Verbindung, hat er gesagt. Die Verbindung. Lekin hier Salat. Min Salla yusalli. لكن الصلة من صل وصل يصل صل هذا فربين في بوس فربين ونسوك فربين aber manche sagen weil vom gleiche Ursprung لكن من صلى ليس من وصل und es gibt dass die sagen auch in der Sprache dass die Salat also Salat ist eine Art von einem Gespräch zu einem oder loben. Und deshalb, wenn wir sagen, Inna Allah wa malaikatuhu wa malaikatuhu, Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Was bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala macht Salat auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli yuthni alayhi fil mala'il a'la. Allah lobt ihm bei den nahestehenden Engeln. Allah sogar lobt uns. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
Er ist derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der euch lobt, damit er euch führt von Dunkelheiten zum Licht. Deshalb sagen die, es ist ein Lob. Wir haben gesagt, Dua, das ist ein Lob, auch lassen wir gelten, auch verbinden. Das ist alles sprachlich. Aber wir brauchen die Salat, die in Schar'a ist. Guck mal, das Gebet und alles, was wir später inshallah ta'ala reden über die Art und Weise vom Gebet, haben wir gelernt. Und alles geht auf die Waagschale von einem, der nicht richtig gebetet hat. Deshalb sollte man niemals klein sehen, was man macht. Auch wenn man falsch macht. Vielleicht diese falsch machen und diese Fehler, was man nicht beabsichtigt und nicht anders kann, ist ein Grund für einen großen Lohn. Guck mal, es gibt ein Hadith bekannt von Al-Hadithu Al-Musi'i Salata. Der Hadith von derjenige, der sein Gebet nicht richtig gemacht hat. Von diesem Hadith lernen wir alle und bis heute und werden die Leute so lernen, bis Allahu A'lam, bis wann, und haben die Leute von uns so gelernt, das Gebet. Und das geht alles auf Waagschale von diesem, der nicht richtig gebetet hat. Und zwar einer von den Sahaba, radiallahu anhu, der neu ist reingekommen in der Moschee und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saß. Dann hat er dort gebetet und ist zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu ihm? Geh zurück und bete, du hast nicht gebetet. Er ist zurückgekommen, hat gebetet, ist zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zurückgekommen. Ist gut, sagt, geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Dreimal, dann sagt er am Ende, O Gesandter Allahs, Wallahi la uhsinu ghayraha. Besser als das kann ich nicht. Besser als das, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihn, inshallah kommen wir mit uns diesem Hadith ausführlich, hat ihm beigebracht, das Gebet. Aber der Shahid, was wir wollen für hier, für die Anleitung, ist, es gibt Leute, dass sie Allahu Akbar sagen, Ruku' machen, Sujud machen und alles machen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat diese Person gesagt, geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Deshalb sagen die Gelehrten, gibt es ein Salat und ein Salat. Es gibt ein Salat durch Bewegung und alles, was er gemacht hat. Hat er gemacht, er hat Ruku', er hat Sujud. Aber er hat das nicht das Gebet gemacht, die in Schara' matluba ist, die verlangt ist von Allah, hat er nicht gemacht. Deshalb, wir sind gewarnt, weil jeden Tag, mashallah, wir beten. Aber vielleicht das Gebet, was wir verrichtet haben, ist nicht das Gebet, was Allah wollte. As-salatu shar'iyya. Deshalb sagen die Gelehrten, es gibt einen Unterschied zwischen as-salatu al-fi'liyya und as-salatu shar'iyya. Es gibt einen Unterschied zwischen das Gebet, was man verrichtet, einfach verrichtet, und das Gebet, die gesetzgeblich von im Islam aufgefordert ist. Deshalb im Islam, das Gebet ist eine Säule des Islam, die anfängt oder die beinhaltet, Entschuldigung, bestimmte Taten und bestimmte Bewegungen und bestimmte Aussagen, kann man sagen, die beinhaltet bestimmte Taten und Bewegungen und Aussagen, fängt das an oder tritt man an ins Gebet mit die Takbira von Ihram und verlässt man das Gebet gewöhnlich mit Taslim, mit dem Salam. Wobei man aber das tut, was Allah und seinem Gesandten von uns verlangt haben. Dieser letzte Punkt, warum, habe ich letztes Mal vielleicht auch nicht gesagt, der letzte Punkt, warum, damit wir unterscheiden zwischen Salat Fi'liyya und Salat Shar'iyya. Das ist schnell, zeitlich bedingt, die Definition vom Salat, worüber wir inshallah ta'ala reden. Das nächste Mal, inshallah ta'ala, werden wir reden über die Voraussetzungen und die Bedingungen vom Salat. Und alhamdulillah haben wir eine Hauptbedingung und Voraussetzung schon erledigt. Die ist alhamdulillah die Reinheit, und das haben wir schon in einem Kapitel extra behandelt, deshalb kann es auch schneller gehen. Und vielleicht dann fangen wir auch an mit dem
Taten oder Aussagen bzw. die Art und Weise, wie man betet. Vielleicht werden wir auch dort inshallah ta'ala anfangen. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Das zu hören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die das hören und das Beste davon umsetzen. Das sind wahrlich diejenigen, die rechtgeleitet sind und diejenigen, die Vernunft besitzen. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.